So, Freunde, recht herzlich willkommen zum Let's Play Disney Infinity in der Monster-Universität. Und ich habe mal ein bisschen vorgearbeitet. Ich habe mich nämlich hier zu den Tunnel schon mal hingebracht. Dann brauchtet ihr nicht die Minute sehen, die ich da hingelaufen bin. Das wäre ja schwachsinnig gewesen. Und jetzt mache ich mal eben schnell hier alles kaputt. Wir müssen jetzt nämlich zu den Schreck-Tech-Typen rüber. Und vorm Ausgang, der erwartet uns einer. Der sagt uns dann, was wir zu tun haben. Los, MU! Zack. Ups. Was haben wir denn hier? Wow. Ich hab ne Megabirne. Das war ich, Randy Boss. Aber hier gibt's alles Geld und Punkten, Erfahrung. Das ist alles wichtig, Freunde. Das ist alles wichtig. Glaubt es mir. So, jetzt gleiten wir mal hier mit unserer Birne. Zack. Vorsicht! Dillit. Was haben wir denn hier? Oh, und nimm dieses Walkie-Talkie mit. Damit können wir uns unterhalten, wenn du nicht so kannst. Walkie-Talkie. Zack, zack, zack. Vergiss nicht, dich mit dem Studenten am anderen Ende des Tunnels. Mach ich zu doch treffen. Schon. Da er ist er doch. Sagen, was als nächstes zu tun ist. Vielen Danke. Dank, mein Freund. Hi. Wie geht's? Oh, dich muss Squishy geschickt haben. Deine erste Aufgabe ist, die vier Bäume in der Mitte von Schreck-Tech Campus mit Klopapier zu verzieren, das wird sie fuchsen. Ja, machen wir doch mal, ne? Das ist also das berühmte Schreck-Tech. So, und was mir als erstes aufgefallen ist, ich konnte jetzt hier einfach drauf, ohne dass ja hier ein Monster von dieser Universität hier irgendwie was sagt oder irgendwas dagegen tut. Das finde ich ein bisschen schade, muss ich sagen. Weil, ja, bis jetzt waren ja auch noch keine Gegner gewesen. Und hier sind auch 20 Schreck-Tech-Wimpel, die wir dann finden müssen. Ja, also das muss ich sagen, Freunde, guckt euch das an. Ich kann hier mit Klopapier verzieren und kein Mensch sagt irgendwas dagegen. Kein Monster greift mich an oder versucht mich daran zu hindern. Finde ich ein bisschen schade. Aber vielleicht kommt das ja gleich noch. Ja, 95 zu 100, oh! Hey, Don meinte, er will mit dir reden. Wo ist Don? Da ist er. Der versteckt sich. Da ist der Don doch. Hi, Don! Schau dir das an. Das ist das neue Hilfsmittel der Fakultät für Mechanik. Ein Toilettenpapierwerfer. Wie wär's, du lässt der Schreck-Tech eine Nachricht zukommen und probierst ihn an zwei ihrer Statuen aus. Ja, sehr. Der Klopapierwerfer ist das A und O für mich hier. Zack, zack. Um den wachsameren Schreck-Tech-Studenten auszuweichen, musst du deine besten Schleichtechniken einsetzen. Ach, jetzt krieg ich endlich Gegner? Keine Angst. Wenn sie dich sehen, lauf einfach außer Sichtweite oder versteck dich. Sie haben ein schlechtes Kurzzeitgedächtnis. Oh Gott, da kommt ja einer. Oh Gott. Kann ich mich nicht unsichtbar machen? Oh ja, klar, wenn man das hier wegmacht, ne? Ich will mich unsichtbar machen, so. Ja, genau. Okay, das war einer. Ach, ich muss die weiter beschießen, okay. Kann ich das auch von hier hinten so? Ey, ich treffe das Ding dann doch. Da hat man mal so eine präzise Reichweite und das zählt hier nicht. Hier, bitte. Guck mal, der sieht mich gar nicht. Oh doch, jetzt hat er mich schon. Ich bin voll beworben. Was bewirft er mich denn hier? Ist das Orangensaft? Oh, ey. Hau ab, du Ekligen.
Was ist das denn hier, Mann? Schieß! Jetzt macht er nichts mehr, oder was? Na du... Oh, der macht doch noch was, der macht doch noch was. Oh Gott, oh, ich bin gleich kaputt, glaube ich. Ich sehe da zwar nicht wo, aber ich glaube, ich bin gleich kaputt. Jetzt lass mich in Ruhe. Ja, jetzt siehst du mich nicht mehr, ne? Wie? Okay. Zack, zack, super. Fledermäuse. Monstermäuse sind das. Wow. Zack, Geld, Geld, Geld. Kapsel, Kapsel, Kapsel. Wimpel, Wimpel, Wimpel. Hoch, hoch, hoch. Wie komme ich denn an den Wimpel? Zack, und da unten war auch was hier. Yes, Schrumpfschwamm. Warum hat er mich denn gesehen? Von wo? Ey, hau ab, ich bin doch ein ganz lieber Mensch. Falsche Richtung. Hey. Also das, an der Präzision muss der Rendel noch ein bisschen arbeiten. Oh, jetzt hat er mich wieder. Ja, endlich. Jetzt. Lass mich in Ruhe. Also das nenne ich wirklich eine Augenweide. Der hat wieder auf mich geworfen. Hey, ich habe gehört, was du mit ihren Statuen gemacht hast. Sehr gut. Jetzt musst du nur noch den anderen MU-Studenten finden, der sich da drüben versteckt, damit er dir deinen nächsten Auftrag erteilt. Jo, mach ich. Kompass her. Ach, der ist da hinten, ne? Ja, nehmen wir doch mal hier meinen super-duper... Was ist das denn? Ein Baum, der von einer fledermausflügeligen Plage befallen ist. Ist bestimmt für die Toybox. Können wir jetzt aber noch nicht gebrauchen. So, jetzt fahren wir erstmal wieder Fahrrad hier mit dem Render. Zack. Oh. Stopp. Runter. Habt ihr gesehen? Da war... So. Da war die Herausforderung vom Render gewesen. Und ich würde sagen, Freunde, wir machen die doch mal. Bist du bereit für eine Herausforderung? Müssen wir genau dasselbe bestimmt machen, ne? Ja, genau. Sammle so viele davon. Gut, 1,30. Hier ist das Zeitlimit. Boah, das müssen wir doch schaffen. Schaffen wir doch bestimmt die Kapsel mit dabei zu nehmen. Hier ist noch ein Wimpo. Zack. Zack. Das ist ja einfach, oder? Fast geschafft! Großartig! 1,30, jawohl. Du hast es geschafft! Ja, sehr. 19 Sekunden habe ich gebraucht. So, und jetzt nehme ich mir die Kapsel hier noch mit. Und gehe da einmal hoch, weil ich gucken will, ob hier auch noch eine Kapsel ist. Ist sogar, zack. Und jetzt bin ich hier schon bei dem Studenten. Sehr gut. Irgendwie alles in einem gemacht. So. Red doch mit mir. Hallo Monster-Uni-Mitstudent. Sag mal, kannst du auf diesen Fahnenmast klettern und das Banner aufhängen? Ich bin gespannt, was die Schreck-Tech zu dieser Überraschung sagt. Ja, machen wir, ne? Ab nach oben hier. Jawohl. Einer nur. Ein Punkt für mich. 130 zu 100. Ja, haben wir aber aufgeholt. Gut gemacht. Und jetzt zu deiner nächsten Mission. Was?
Was ist? Was los? Was los? Was los? Einmal hier gucken, was hier so ist. Irgendwie nichts. Da. Nein. Zack. Ach, da oben war ein Wimpel, ne? Oh. Sammle ich nachher alles ein, Freunde. Sammle ich nachher alles ein. Und ach so, noch mehr fahren, die ich hier, meine Banner, die ich hier aufhängen muss. Oder ist sogar ein Schrecktech-Mensch, der da drauf aufpasst. Weißt du, was hier fehlt? Mehr Monster-Uni-Feeling. Verdienen wir uns ein paar Spielsteine, indem wir Monster-Uni-Banner an ihrem Tür, Design, Schule und ihr Wohnheim hängen. Gut, machen wir. Aha. Hier hoch. Und dann weiter hoch. Zack, zack. Und jetzt? Ah, okay. Und hier müssen wir da auch. Oh Gott, der hat mich ja gesehen. Aber der macht nichts. Der steht da einfach nur und denkt, ja, lass den Doofen da mal machen. Und da reiten wir jetzt rüber. Zack, 1 von 4, okay. Okay, aber die Kapsel möchte ich trotzdem mitnehmen. Und die Kapsel, die da unten war, die möchte ich auch gern mitnehmen. Und die Kapsel, die hier ist, möchte ich auch haben. So, weiter geht's. Wo jetzt hin? Da oben, okay. Gibt's da einen Trick, da hochzukommen? Oh. Andersrum vielleicht? Yes, andersrum. Hoch mit dir! Da vorne ist wieder auch die andere. Ah, das habe ich ja schon. So, zack. 2 von 4. Und da unten ist eine Kapsel. Aber ich weiß immer noch nicht, wie ich da rankommen soll. Und da vorne ist auch was. Das heißt, da vorne ist jetzt so ein Wimpel. Das hole ich auch mal direkt mit. Dort lasse ich ja nicht da. Meint ihr, ich schaffe das von hier rüber? So, ich habe mal Bock auf Mike. Ach ja, Wandsprung, ne? Zack, zack und Wimpel. Ach so. Zack, zack und zack. Zack, zack. Zack. Oh Gott, ich wurde gesehen. Oh Gott, ich wurde gesehen. Oh Gott. Aber irgendwie macht er nichts. Wer ist denn da? Da hat sich einer versteckt. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Da habe ich einen versucht, hat nicht geklappt. Hat. Oh, ha. Erschreck ihn doch mal. Gar nicht übel. Sehr gut, sehr gut. So, Freunde, wir haben ja noch eine Aufgabe hier zu erledigen. Hier. Müssen wir da hoch? Gehe ich mal von hier drauf. Na, das wird ja wohl, glaube ich, auch klappen. Oh Gott. Anschleichen. Und buh! Ein Kollege, auf Wiedersehen. Da ist eine Kapsel.
Hier geht's nicht weiter. Komm rüber mit dir. Yes. 2 von 2 haben wir geschafft, die Aufgabe. Okay, Mikey. Und den Wimpel haben wir auch direkt mitgenommen. Sehr schön. Das ist ja furchtbar. Nein. Terry und Terry sind verschwunden. Meinst du, die Schrecktechs haben sie? Vielleicht solltest du mit einem der anderen verstecken. Da links ist doch Rendell, oder nicht, Freunde? Der Sache auf den Grund zu gehen. Jetzt machen wir was. Das kennen wir ja nur schon zu gut mit Davy Jones Jagd Davy Jones. Müssen wir auch nochmal eben richtig hinsetzen hier, weil jetzt geht's wieder los, Freunde. Rendell redet bestimmt, ja sicher. Ja, super. Gute Neuigkeiten. Wir glauben, dass ein Schrecktech-Student in der Nähe weiß, wo sie Terry und Terry festhalten. Aber die Sache hat einen Haken. Er ist echt flink. Du musst dich also umschleichen und ihn erschrecken, bevor er entwischt. Er müsste lang genug unachtsam bleiben, um uns ein paar Fragen zu beantworten. Ich komme da einfach nicht drauf klar, dass ich jetzt hier mit Rendell reden kann und mit Syndrom kann ich bestimmt Syndrom jagen und Davy Jones jagt Davy Jones. Ey, ich kapier das nicht. Oh, ist das cool. Hammer. Wirklich Hammer, Freunde, Hammer. Und nicht vergessen, sie dürfen es nicht sehen. Wie hat der mich denn gesehen? Oh, fast hättest du es geschafft. Wie hat er das denn gemacht? Ich war doch durchsichtig. Unsichtbar, meine ich. Hab ich den denn erschreckt? Ja, hab ich geschafft. Gut gemacht. Ich glaube, du bist bereit, unsere... Boah, wie haben die denn jetzt auf einmal so schnell aufgeholt? Wir waren noch 130 zu 100 in Führung. Oh. Da haben sie aufgeholt, wa? So, Freunde, ich würde sagen, Rendell und Rendell verabschieden sich bei euch. Ich verabschiede mich auch bei euch. Ich bedanke mich aber auch fürs Einschalten, fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und dann würde ich sagen, Freunde, bis zum nächsten Mal. Hier sieht's cool aus, aber ohne Brille ist das schwer zu sagen.